What's up? Moin Leute! Ha, da sind wir wieder. Minecraft ist angesagt. Ein bisschen regnerig hier im Loch. Okay, wir haben noch ein bisschen was gedönt hier. Ich glaube, das muss ich erstmal wegpacken. Alles. Warte mal, haben wir die Monster eigentlich? Die Monster haben wir an, die würde ich gerne mal ausstellen wieder. Weil, obvious reasons. Wir sind jetzt momentan wieder hier at home quasi. Und ich möchte nicht unbedingt von irgendwelchen bösartigen und garstigen Wesen bedroht werden. Und hier nachher wieder runterfallen oder in die Luft fliegen oder sowas. Weißt du? Tschüss, tschüss, tschüss. Und das Schwert. Kommt das alles noch weg? Werkbank kann ich hier vermutlich noch brauchen. Kann ich theoretisch einfach mal hier hinstellen, just for fun. Und dann begeben wir uns einmal ganz kurz zurück durch dieses wunderschöne Wetter. Zurück zum Lagerhaus. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr. Bisschen. Bisschen. Ja, Gamescom-Woche. Endlich, es geht los. Es geht los noch ein paar Tage. Donnerstag, Freitag bin ich dann da. Werde mit dem O'Hare und Mr. Merp ein wenig um die Stände ziehen, quasi. Ich guck mal, vielleicht sehe ich ja auch den Tronny mal wieder. Ne? Wer sich erinnert von letztem Jahr, das Video, da gab es ja auch noch den Tronny mal, der am Ende des Tages vor der Gamescom schöne Musik gemacht hat mit seinem Gameboy. Das würde ich gerne nochmal sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich durchaus Lust drauf, nochmal ein bisschen was da rumzustehen und einfach mal ein bisschen was zuzuhören und zu entspannen. Ja, haben wir noch normal, ja, wir haben sogar noch normale Kohle. Ich Idiot. Ach, ich habe doch hinten auch noch Kohle, das heißt, ich muss ich nicht mal mitnehmen. Okay, wir haben aber mehr als genug Spitzhacken. Das steht schon mal fest. Ich würde gerne noch ein bisschen was essen mitnehmen, auch wenn wir es derzeit nicht brauchen. Einfach nur, um es dabei zu haben. Haben wir nichts mehr, oder was? Sieht so aus, ne? Machen wir uns ein paar Brötchen, würde ich sagen. Jo. Zack, zack, zack. Schön, einer bleibt übrig, wie immer. Und ich kann auch erstmal auf Seite tun. Groß Rindfleisch, Steak. Steak müsste aber, glaube ich, Rindfleisch sein. Ja. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Natürlich. Ich hoffe, das hört demnächst irgendwann mal wieder auf zu regnen. Was war das denn? Grafische Ungereimtheiten oder was? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was auf der Gamescom los sein wird. Ich habe mich... Naja, okay, Battlefield und... also wird wahrscheinlich weiter... Also nochmal vorgestellt und sowas. Und ich denke mal, es wird auch das neue WoW-Addon vorgestellt. Und vielleicht noch ein bisschen was Overwatch oder so. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was da jetzt großartig... sein wird. Ich werde mich wahrscheinlich in die Indie-Spielabteilung verdrücken. Kurz mal bei Nintendo vorbeischnaggeln. Um für jemanden einen von diesen Pokémon-Bonus-Code-Dingern da abzugreifen. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich mich in der Indie-Abteilung ein bisschen breit machen. Denn, um ehrlich zu sein, habe ich lieber ein paar hübsche Indie-Titel als irgendwelches AAA-Gedöns. Ja. Also ich meine, ich habe mir jetzt für diejenigen, die es überhaupt interessiert, ich habe mir jetzt City Skylines zum Beispiel geholt. Und also ich habe es jetzt am Samstag geholt.
Und ich bin das so am Suchten. Ich bin es so am Suchten. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt ohne dieses Spiel leben konnte. So, muss ich noch einen runter? Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist der absolute Straßensimulator schlechthin. Haben die Entwickler ja, glaube ich, auch selber gesagt, dass ziemlich viel halt reingeflossen ist, was die Straßenführung, den Verkehr angeht, von den vorherigen Sachen, die halt gemacht haben. Ich glaube, das vorher hieß bei denen City Street oder sowas. Keine Ahnung. City Traffic, glaube ich. Und dementsprechend ist es halt extrem komplex, was die Straßenführung angeht. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es ist so unverfälscht genial. Also nach dem Motto, als hätten sich da so ein paar Leute zusammengesetzt und sich gesagt so, hey, wir machen hier kein AAA, sondern wir machen hier ein stinknormales Spiel. Lass mal das Beste rausholen, was irgendwie geht. Lass uns ein Spiel machen, was wir selber spielen wollen. Und ja, das hat so ziemlich funktioniert, würde ich mal behaupten. Also wer das noch nicht gespielt hat, macht's einfach. Ich meine, okay, wenn ihr keine Städtebau-Fans seid oder sowas, dann ist das natürlich gegebene Liebesmüh. Aber was soll's. So, wie sieht denn das hier aus? Hier kann ich theoretisch runterfallen, aber es ist zumindest nicht so weit, als dass es irgendwie schlimm wäre. So. Ja, hier geht's dann auch wieder bergab. Tolle Wurst. Zumindest kann ich hier noch nicht runterfallen. Habe ich hier eigentlich irgendwas? Ja, ich habe hier sogar Eisen reingetan gehabt. Cool. Und dich nehme ich auch noch weg. Es ist eigentlich schon wieder Nacht. Wo habe ich denn das Bett hingestellt? Hier, glaube ich, irgendwo. Ja, es ist sogar Nacht. Und schlafen mal eben, dann wird das Wetter auch wieder besser. Dann können wir uns da ja auch wieder ein bisschen was. Na, Wetter? Komm. Geht doch. Dann können wir uns auch wieder ein bisschen was hier. In schönem Sonnenschein, würde ich ja sagen, aber man sieht nicht allzu viel durch das ganze große Loch. Ja, aber das wird so. Oh, ich dachte schon. Das wird so meine Gamescom. Einmal drüber gehen, hier und da mal gucken. Vielleicht gibt es was Interessantes oder so in den Haupthallen, aber ansonsten werde ich mich vermutlich nie in die Abteilung verdrücken. Bei Wargaming werde ich auf jeden Fall vorbeischnacken und vielleicht mal mich nochmal kurz mit Quiggy Baby oder Mighty Jingles unterhalten, weil die wollten ja dieses Jahr auch wieder da sein. Freue ich mich schon richtig drauf. Und wenn ich mehr Glück als Verstand habe, was ja meistens der Fall ist bei mir, werde ich sogar am. Mach doch sowas nicht mit mir. Okay. Zumindest kann ich jetzt hier erstmal die Sachen aufsammeln. Hallo! Werde ich Freitag auf das Community-Treffen geschmuggelt? Kann man das so sagen? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich werde mitgenommen vom Mr. Merp. Der wollte eigentlich den O'Hare mitbringen, aber O'Hare hat selber so eine Eintrittskarte quasi gewonnen. Also den Eintritt gewonnen dafür, bei dieser Verlosung. Und da ich das verpeilt habe, ja, weil ich nicht den ganzen Tag auf der Wargaming-Seite rumschnaggel, wie die anderen beiden, habe ich es halt verpasst. Und deswegen hat halt Mr. Merp gesagt: Hey, komm, wenn sie dich reinlassen, dann kommst du mit. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Wenn sie mich reinlassen. Ja, das ist noch nicht garantiert. Aber naja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Es ist ja nicht so, als müsste ich da zwingend rein. Das wäre ganz nett, einfach mal um zu sehen, wie das so abläuft. Vielleicht mal ein bisschen was zu filmen, Kamera mitzubringen oder so, wenn man das überhaupt darf. Ah.
Und soweit ich gehört habe, soll wohl an den Eingängen zur Gamescom jeder, der irgendwie einen Rucksack mitbringt oder sowas, soll wohl kontrolliert werden, separat. Also ich weiß nicht, ob sie es durchziehen, ob das wirklich irgendwie realistisch ist, dass sie jeden Einzelnen kontrollieren. Aber naja, ich würde nicht drauf wetten, dass sie es nicht tun. Aber von daher. Einfach mal vielleicht ein paar Minuten mehr einplanen für die allgemeine Sicherheit. Ja, denn darum geht es dann am Ende. Also vor allen Dingen um unsere, die Leute, die da hingehen, um ein bisschen was Spaß zu haben. Geht nicht um die Sicherheit von den Leuten, die sowieso Ärger machen wollen, aber um uns. Und deswegen machen die halt diese Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen sollte man vielleicht nicht zu unfreundlich sein gegenüber diesem Personal, ja. Die machen auch nur ihren Job, die müssen auch irgendwie ihr Brötchen verdienen. Und wenn das halt beinhaltet, Leuten von der Gamescom ein bisschen auf den Keks zu gehen, um ihre Sicherheit zu erhöhen, so be it. Ja. In der heutigen Zeit, jetzt momentan hier mit den ganzen Bekloppten, die rumlaufen, vielleicht gar keine so schlechte Idee. Würde ich zumindest behaupten. So. Jetzt würde ich doch tatsächlich behaupten. Hier geht's ja runter. Da kann ich einen Stein hinmachen, okay. Dass ich hier das nämlich auch alles schon mal wegmache. Und dann entsprechend gucke, dass ich. Ah, hier kann ich einen Stein hinmachen, okay. Dann mache ich hier wieder meine tolle Steinlinie hin. Oh. Damit das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich möchte nämlich nicht unbedingt hier wieder runterfallen. Wir hatten das ja schon mal vor nicht allzu langer Zeit. Und ich muss sagen, schön ist anders. Im Sinne von runterfallen. Ne? Möchten wir nicht noch einmal. Oh, sagen wir mal, möchte ich nicht noch einmal. So, dann kommst du da jetzt auch weg. Dich brauche ich da an der Stelle nicht mehr. Dich auch nicht und dich ebenfalls nicht. Dann kloppen wir uns hier schön rundherum. Zumindest kann ich hier nicht mehr runterfallen. Das ist auch schon mal das Beste, was es gibt auf der Welt. So. Und wir dürften noch nicht mehr so weit entfernt sein von. Wow, da habe ich mir ganz kurz in die Hose gemacht, weil ich genau wusste, was passieren würde. Good night, sweetheart. Okay, es ist doch noch ein gutes Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir sind hier wahrscheinlich noch ein paar Jahre beschäftigt. So zwei, drei Stück dürften es mindestens sein. Verrückt. Echt verrückt. Du, 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 du. Aber zumindest können wir in aller Gemütsruhe hier ein bisschen was Zeit verbringen. Na? Gemütlichkeit, das A und O und O und A und vielleicht auch das B und C, wer weiß. Ich bin mir da nicht so sicher. Muss hier, glaube ich, noch ein Stückchen rein. Ja, bis hierhin. Bloß wegbleiben. Bloß wegbleiben. Gar nicht erst die Chance gewähren, den Boden unter dir zu verlieren. Wir möchten ja nicht stolpern, ha? Wir möchten ja nicht stolpern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bei mir hätte auch fast die Faulheit wieder gesiegt. Also heute. Es ist wie immer dasselbe. Es ist immer dasselbe, ne? Also man will spielen und dann
dabei aufnehmen und zur selben Zeit denkt man sich so, ja, aber du könntest noch eine Serie gucken. Es ist ja noch früh, du hast ja noch Zeit. Hast ja jetzt die Woche Urlaub genommen für die Gamescom extra. Du hast Zeit, Mann. Morgen ist auch noch ein Tag. Nee, eben nicht. Ah, so Faulheit.